Wir laden Sie ein zu einem neuen Draußen-Gottesdienst. Aber zuerst muss ich mein Eis aufessen. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußen-Gottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Draußen-Andacht. Wie Sie wissen, fühle ich mich berufen, von Gott zu sprechen. Und Sie, fühlen Sie sich berufen? Ich glaube, mit der Taufe und mit Pfingsten ist jeder von uns berufen, von Gott zu reden und mit anzupacken, wenn Hilfe und Hilfsbereitschaft gefordert sind. Mit der Taufe kann jeder von seinem Glauben erzählen, kann von Gott erzählen und von den Erfahrungen, die er macht. Nicht nur der Pfarrer oder die Pfarrerin. Von daher ist Pfingsten ja das demokratische Urereignis überhaupt, weil es alle Menschen betrifft, weil alle Menschen den Heiligen Geist bekommen, weil alle Menschen erzählen können von Gott, weil alle Menschen mit anpacken können. Das demokratische Urereignis überhaupt. Ich wünsche Ihnen eine inspirierende, ermutigende Andacht. Amen. Hören wir nun eine Lesung aus der Bibel zu dem Thema Berufung. Sie steht im ersten Buch Samuel im dritten Kapitel. Der junge Samuel diente im Tempel, der Eli war sein Priester, sein väterlicher Mentor. Gott war selten zu hören in diesen Zeiten. Gott sprach nicht mit den Menschen und die Menschen kannten die Stimme von Gott nicht mehr. Da passierte es. Eli schlief. Die Augen von Eli waren schon schwach. Eli konnte nicht gut sehen. Das Licht war noch nicht aus. Die Lampe Gottes brannte noch. Und Samuel schlief im heiligen Tempel. Gott rief: Samuel. Samuel sagte: Hier bin ich. Und Samuel rannte los zu Eli. Samuel sagte: Hier bin ich. Du hast mich gerufen. Eli sagte: Ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Samuel ging zurück, Samuel legte sich wieder hin. Da rief Gott wieder nach Samuel. Also stand Samuel auf, er lief zu Eli und Samuel sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh zurück, leg dich wieder schlafen. Samuel kannte Gott noch nicht und Samuel hatte die Stimme Gottes noch nicht gehört. Da rief Gott Samuel zum dritten Mal. Samuel stand wieder auf. Samuel ging wieder zu Eli und er sagte: Hier bin ich. Du hast mich gerufen. Und nun verstand Eli endlich: Gott ruft Samuel. Darum sagte Eli zu Samuel: Geh, leg dich wieder schlafen. Und wenn Gott dich wieder ruft, dann sage: Gott, rede zu mir. Ich bin dein Diener. Ich höre dich. Samuel legte sich wieder hin. Und Gott kam wieder. Gott rief wieder, wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel sagte: Rede, Gott, ich bin dein Diener, ich höre dich. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde der Draußen-Gottesdienste, Samuel hörte im Schlaf eine Stimme. Gott hat ihn im Schlaf berufen. Unsere heutige Bibelstelle hat noch mehr zu bieten als den kindlichen Samuel und seinen Mentor Eli. Die Geschichte zeigt, was es heißen kann, berufen zu werden, so wie Samuel oder so wie Jesus die 12 Jünger berufen hat. Als Samuel von Gott berufen wurde, waren die Propheten in einer Krise, so wie die Kirche in ihrer institutionellen Form heute und manche Gemeinden in einer Krise sind. Etwas verstaubt, etwas stickig an den Wänden, der alte Glanz vergangener Zeiten. Ich frage mich, ist heute noch genug das Wort Gottes zu hören, so wie es in dem Text heißt? Ist heute noch genug Gottes Offenbarung zu hören? Die Kirchen werden kleiner, die Relevanz, also die Bedeutung der Kirchen, wird vermeintlich kleiner. Dabei sind ja die christlichen Werte gerade heute so wichtig. Nächstenliebe, Menschlichkeit, Solidarität,
Hilfsbereitschaft, Offenheit, Engagement. Genau wie in unserer heutigen Bibelstelle ist das religiöse Personal vielerorts nicht unschuldig daran, dass die Bedeutung der Kirche kleiner wird. Es sind nicht nur die Verfehlungen, es ist auch fehlender Mut zur Veränderung, besonders an der eigenen beruflichen Rolle und der damit verbundenen Haltung. Ein sich einrichten in der Stickigkeit. Getreu nach dem hinterfragenswerten Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Mir als Mensch und als Pfarrer macht diese heutige Bibelstelle Mut. Denn was damals nötig war und was damals gelungen ist, war ja ein religiös-institutioneller Neuanfang. Und dieser Neuanfang ist ja heute auch nötig. Denn ich weiß, dass auch heute die Lampe Gottes nicht erloschen ist. Im Gegenteil. Es gibt auch heute ganz viele Menschen, junge Menschen, die beruflich etwas mit Gott machen wollen, die von Gott erzählen wollen. Und das ist so wichtig. Tatsächlich fühle ich mich auch berufen. Auch wenn nie ein Engel an mein Bett getreten ist und gesagt hat, Christoph, werde doch bitte Pfarrer. Aber es gab so viele Begegnungen, so viele tolle, prägende Menschen in meinem Leben, so viele Gespräche, seitdem ich kleines Kind war, so viele prägende Bücher und Ereignisse, dass mein Weg dann aus diesen Begegnungen und aus diesen Entscheidungen heraus fast zwingend dahin führte, dass ich Pfarrer geworden bin. Gott sei Dank. Ich denke, ja, ich weiß, dass Gott mich auf diesem Wege berufen hat. Ohne Zwang, in Freiheit. Überzeugend, nie überredend. Leider hat das Wort Berufung in vielen kirchlichen Zusammenhängen ja keinen so guten Klang. Warum eigentlich nicht? Vielleicht, weil hier ein eingefahrenes System religiöser Beruflichkeit in Frage gestellt wird. Vielleicht, weil plötzlich eine Leidenschaft spürbar wird, die vielen Pfarrern verloren gegangen ist im Studium, in der langen praktischen Berufsausbildung, in der langen Berufserfahrung. Mit dieser Leidenschaft, da wird ja eine Bedingungslosigkeit spürbar, eine Vollmacht. Und das brauchen wir. Die Kirche wird sich verändern und das ist gut so. Sie wird offener werden, lebendiger, moderner. Und die gerne gezogenen Grenzen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, die werden schwächer werden. Sie werden sich stärker verwischen und das ist gut so. Man kann nicht die Verantwortung nur auf den Pfarrer oder die Pfarrerin oder auf die Institution Kirche schieben. Denn jeder und jede ist ja gefragt. Sie sind ja auch gefragt, selber mit anzupacken, von ihrem Glauben zu erzählen, von der Güte, von der Kraft, von dem Glanz des Glaubens zu erzählen, den sie haben. Die Kirche ist kein Museum, sondern die Kirche, das sind wir alle. Ich denke an unsere heutige Bibelstelle, an den kleinen Samuel im Tempel. Das Kind, das mit den feinen Ohren des Kindes Gottes Stimme hört. Eine Stimme, die man offenbar leicht verwechseln kann. Aber eine Stimme, die nicht aufhört, uns zu rufen. Diese Stimme will eine Antwort von uns. Weniger Museum, mehr Leidenschaft, mehr Feuer, mehr Ausstrahlen, weniger Angst und mehr Freude an der Veränderung. Diese Stimme will eine Antwort von uns. Von uns allen. Amen. Geht hin im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.